Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tibero-Konflikt Remastered Edition auf Seiten der NOT. Nachholmission. Ganz genau, und ja, wir müssen jetzt hier uns hier aufbauen, irgendwie. Ich brauche unbedingt diesen Obelisken, Leute. Genau, und ja, der Gegner, der kam hier schon ordentlich angekackt, muss ich sagen. Und ich muss jetzt hier tatsächlich mich extrem mühselig hier durchsammeln, bis ich den Kack-Obelisken mal kriege. So. Da würde ich aber sagen, mache ich das einfach mal. Und in der Hoffnung tatsächlich, dass mich der Gegner hier nicht wieder nervt. So. Sammelt schneller. Sehr gut. Sehr gut, Sammler. Okay. Weil sobald ich den ersten Obelisken hier stehen habe, ist die Sache eigentlich schon geritzt. Aber dafür brauche ich leider noch eine Ladung. Da reicht die eine Ladung nicht aus. Okay, aber es sieht tatsächlich so aus, als hätten wir hier erstmal Ruhe. Ich weiß nicht, ob das eine... Was habe ich gesagt? Wir hätten Ruhe. Oh Mann, Penner, echt. Du Penner. So. Selbstverständlich. Opfer dich einfach. Opfer dich einfach, du Bürger. Sehr schön. So, Sammler, drüber fahren. Einfach plattfahren, die Scheiße. Sehr gut. Ja, aber Raketenmanniken kriege ich platt. Ist nicht schlimm. Aber wenn die mir nachlaufen, ist das schon schlimm. So. Wenn die mir nachlaufen, ist das schon scheiße. Aber ihr seid ja schneller, ne? Ihr seid ja schneller als die. Also, dann. Los und draufschießen da. Mach die kaputt! Um Gottes Willen. Oh, Gott sei Dank. So, alles klar. Uhu, gut. Der ist gerade noch so im grünen Bereich hier. Leute, ich will keinen Stress. Ich will einfach nur mich hier aufbauen, ey. Ist das denn so schwer? Ist das zu viel verlangt? So, jetzt wird der Obelisk zumindest schon mal fertig. Das ist ein dicker Trumpf jetzt. Oh mein Gott, ja, Leute. Oh mein Gott. 30 Energie. Ach, das ist doch nicht wahr. Ja gut, aber das kriegen wir hin. So. Energie, okay. Und zweite Raffinerie. So. Sehr schön, aber das kann ich erstmal speichern. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, jo, freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid, bei Command & Conquer Remaster. Wie wir uns jetzt hier hoffentlich Schritt für Schritt ein kleines Standbein aufbauen können. Dieser Kack-Mission, ey, echt, was zur Hölle. So. Wir haben ja gar nichts gekriegt am Anfang. So, und bam. Ja, natürlich! Ja, na klar! Was? Oh Gott, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Scheiße. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Oh Mann, ey. Das hätte ich nicht... Um Gottes Willen, nein. Okay, lad das nochmal. Das darf ich nicht angreifen. Scheiße. Das darf ich nicht angreifen, das Ding. Okay, kommt da mit einem Mammut an, ey. Das ist doch unglaublich. Ja gut, dann nicht angreifen. Okay. Hab die Nachricht verstanden, Leute. So. Nachricht verstanden. Der kommt trotzdem mit dem Mammut. Was zur Hölle, ey. Ja, das war's mit dem Sammler und da kann ich wieder laden. Danke. Penner, ey. Echt Penner. Ja gut, aber da muss ich halt mit dem Sammler erstmal mich wieder zurückziehen. Scheiße. Ja, das ist leider. Dann muss ich erstmal hier oben die Kohle sammeln. Besser als gar nichts zu tun. So, da kommt der scheiß Mammut, ey. So. Was ist so? Das sind sogar 200 oder was, ne? Ja, fast. Dann fahr heim. Und lass die kommen. Lass die kommen, die kriege ich kaputt, das ist kein Thema. Die kriege ich kaputt, das ist überhaupt kein Problem.
Leute, warte bitte hier. So, ich hab Obelisk, du hast keine Chance, Kollege. Okay. Doch. Um Gottes Willen. Okay. Da muss ich tatsächlich doch die Manneken irgendwie erstmal loswerden. Okay. Da muss ich doch die Manneken erstmal loswerden. Weil wenn die Manneken weg sind, dann ist das eigentlich kein Thema mehr. So. Das sind jetzt aber 200, oder? Oder sind das 200? Ja, jetzt sind sogar mehr Kohle als vorher. So, dann lass die kommen. Lass die kommen. So. Sammler, fahr bitte rein. So. Dann los. Auf die Raketentypen. So, sehr schön, Leute. So. Und sehr gut. Mach diesen Mammut weg. Mach den weg. Um Gottes Willen. Boah, Gott sei Dank. Okay. Ich brauche die Kohle, um das zu reparieren. Okay, alles klar. Der Mammut kam trotzdem. Verdammt interessant. Aber wir haben uns erstmal verteidigt. Ey, Leute. Das ist... Was verlangt ihr hier von mir, ey? Echt. Aber wartet mal, das speichere ich erstmal. Mission 11 Not. Sehr schön. Oh Mann. Und, ja, das kann jetzt eine Weile dauern, bis ich hier mir ein Standbein aufgebaut habe. Es wäre auch mal richtig geil, wenn ich dieses scheiß Schiff hier wegkriegen würde, ey. So, ich habe hier unten noch diese Einheiten. Ne? Wartet mal, ich habe... Wow, Leute, schaut euch das an. Da wollte er gerade mit einem Luftangriff angeschissen kommen, ne? So, aber wartet mal, dann versuche ich das doch jetzt mal, während der Kreuzer hier gerade weg ist, tatsächlich mit den Einheiten mal hier was zu machen. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen mehr Kohle. Vielleicht ist ja hier unten Geld oder so versteckt, ne? Schieß doch! So, okay, gut. Oh nein, jetzt kommt der schon wieder. Okay, weg da. Alter. Okay, gut. Alles klar. Puh. Schieß bloß nicht auf meine Einheiten. Alter, geh aus der Reichweite raus. Boah, zum Glück ist der blöd, dieses Schiff, ey. Echt, zum Glück ist dieses Schiff saublöd. Ich habe hier unten meine Schützen verloren. Was gibt es denn hier noch? Was gibt es denn hier noch? Mammut! Ach du Scheiße! Mammutpanzer! Oh Gott, mach den im Arsch, ey! Boah, Gott sei Dank. Zum Glück ist der dumm. Echt. Okay, speichern, Leute. Speichern, speichern, speichern. Einen Schützen, mit dem kann ich erkunden. Ich glaube, in diesem Dorf ist sogar Geld drin. Hier ist nämlich ein Dorf. Glaube ich zumindest, oder? Natürlich schön an der Küste vorbei, ne? Mit dem Schiff. Da ist ein Dorf auf jeden Fall, ja. Da ist eine Kirche. So. Dann kann ich mir da doch gleich bestimmt Geld abholen, oder? Weil das... Oh, Gottes Willen. Weil das kann ja nicht sein, dass da... gar nichts geht mit Kohle. Na, hier habe ich zumindest noch mal ein paar Einheiten. Oder? Da ist Geld! Oh mein Gott, ha, geil. Oh, sehr schön. Das rettet mich jetzt gerade so ein bisschen, ey. So, Ist die Waffe? Ah, Flugfeld. Ach ja, klar, Flugfeld. Ich hab schon gedacht, hä, wo ist die Waffenfabrik? Aber ja, Flugfeld. Gut, zum Glück haben wir hier Geld gefunden, eben. Meine Flosse, so.
Gibt's hier noch irgendwas? Nö, nur ein Dorf. Nur ein Dorf, aber ich weiß halt nicht, ob ich das auch platt machen soll, ne? Kommt mal alle hier rein. Das Schiff ist ja gerade weg. Boah, Gott sei Dank. Ich habe endlich meine zwei Sammler. Ich habe endlich meine zwei Sammler. So. Oh, und eine Waffenfabrik. Oh, jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht es los. Energie. So, dann gehe ich mal ein Stück da weg und vielleicht gibt's ja hier noch irgendwo eine Kiste. Ich bezweifle das zwar, aber vielleicht. Man erfährt es nicht, wenn man es nicht versucht, sag ich einfach mal so, ne? Und ja. Liebe Leute, nach wie vor an diesem Pfingstsonntag, Sonntagabend. Dritte Folge der Aufnahmesession. Und ja, dann hoffe ich, dass euch nach wie vor hier gefällt, das Kuwane Gokka Remaster. Und was machst du jetzt? Ah, okay. So. Und genau, dann überlege ich mir jetzt, was ich mir als nächstes bauen soll. Wartet mal. Ha, ich habe eine Idee. Sandsackbarriere. Ich werde nämlich den Turm ein bisschen runtersetzen. Ja, das ist mit das erste Mal, dass ich hier mit diesen Sandsackbarrieren arbeite, ne? Weil ich brauche erstens den Platz, zweitens will ich das Schiff wegkriegen. Genau. So, dann brauche ich bitte hier diesen Obelisken. Ach, Maus, du nervst. So, liebe Leute. Ach, du Scheiße, da kommt er wieder mit zwei Jeeps. Geh mal zurück. Geh mal zurück. Alter, was? Ja, jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Puh, okay, geschafft. Ah, da habe ich jetzt hier was verloren, aber das ist nicht schlimm, Leute. Das ist nicht schlimm. Okay, gut. Ich muss wieder reparieren. Wieder einen Schritt zurück. Aber wartet mal. Nee, nee. Stopp. Bau das bitte zu Ende. Ich werde diesen Turm ja früher oder später eh verkaufen. Und zwar genau jetzt. Jetzt werde ich das Ding verkaufen. Genau, dann haben wir es ja hier. Wunderbar. Alles klar, dann haben wir den Turm fertig. Und Werkstatt bitte. Wieso schießt ihr jetzt auf meinen Sammler? Na komm. Sehr schön. Okay, meine Güte, ey. Dann haben wir uns jetzt aber zumindest mal einen Standbein aufgebaut. Das ist doch mal mega nice hier. Das ist doch mal mega gut. So. Dann gucken wir, ob wir hier unten noch Kohle herkriegen. Aus diesem Dorf. So. So, der, genau. Und ja. Dann sind wir mittlerweile in der drittletzten Mission der Nachholmission. Das finde ich krass, muss ich sagen. Das finde ich echt krass. Und wie schnell das jetzt auch am Ende ging, ne? Wobei die Missionen schon schwerer werden. So ist es nicht. Aber. Was hat sich da oben gerade bewegt? So. Gut, die Werkstatt ist da. Dann habe ich alles. Dann habe ich alles. Wartet mal, mach den Sammler mal ganz hier. Wo fährt der denn schon wieder hin? Ach, da oben, okay. Mach den Sammler mal bitte ganz. Dann werde ich vielleicht sogar noch einen Obelisken brauchen. Ja. Hm, 150. Ach, okay, dann baue ich ein Kraftwerk. Gehst du bitte weiter sammeln? Und du gehst bitte in die Werkstatt. Schau ich das an hier, die ganze Energie. So, Leute. Mit der restlichen Kohle werde ich den Sammler noch reparieren. Und genau, dann kann es losgehen. Wenn ich den zweiten Turm habe, dann kann es losgehen mit der Panzerproduktion. Ey, yes. Not mod, sehr schön. 500, damit werde ich gleich die Karte erkunden. Aber erst wenn ich den zweiten Turm hier stehen habe. Ich fühle mich damit irgendwie sicherer. Sehr gut. Ich habe sogar noch was übrig. Das ist natürlich gut, ja.
Naja, Leute, langsam wird's dunkel draußen. Ich muss gleich mal hier Lichter machen. Aber das mache ich nach dieser Folge, kein Thema. Was macht er denn jetzt schon wieder? Ich habe die gerade frisch repariert. Mann. So. Mein Gott, ey. So, du hast doch keine Chance. Was soll denn das, ne? Ach, die Maus schon wieder. So. So. Was soll das, Typ? So. Okay, weiter geht's hier. Alles so Schritt für Schritt, das ist auch ein bisschen müßig. Aber, ja, wir haben ja alles erkundet hier unten. Und beide Sammler fahren raus. Ja, das ist natürlich dann wieder... Was ist mit der Maus los, Leute? Hat das irgendwas mit diesem Mauspad hier zu tun? Ich glaube schon. Wartet mal. Ich nutze hier nämlich einfach nur so ein Standard-Mauspad. Es kann sein, dass dadurch die Maus ein bisschen hängt. Keine Ahnung. Aber gut, liebe Leute, mit der nächsten Lieferung, sozusagen, kann ich mir dann Notnot holen. Danach werde ich mir auch noch sogar noch einen dritten Sammler besorgen. Und das Ding reparieren und dann Panzer bauen. Sehr gut, Leute. Wir kommen voran. Unsere Basis wird angegriffen. Das war knapp gerade. Das war knapp. Okay, dann doch kein Notbot. Scheiße. Was habe ich gesagt? Kaum habe ich was gesagt, was hier irgendwie nach Fortschritt klingt. Und schon kommt er mit seinem Scheiß da an. Das ist ja wohl nicht wahr, ey. Ja, das war's dann mit dem Notbot. Kacke. Echt kacke. Richtig nervig. Aber gut. Ist halt hier so. Aber der Luftangriff, der reicht nicht für die Türme. Sehr schön. Gut, dann muss ich leider auf die nächste Lieferung warten. Ja, keine Ahnung. Geh doch hier hin. So. Gieß bitte auch nach da oben. Möglichst schnell hier die Kacke einsammeln. So, wunderbar. Und voll, ne? Ja, sehr gut. Gut. Oh Mann, jetzt sammelt der da unten auch. Oh, das ist kacke. Das ist richtig scheiße. Aber gut, Leute. Die Kohle, die reicht jetzt tatsächlich für den nächsten Sammler. 1400. Ah. 1400. Ja. Reicht nicht ganz. Hm. Toll. Aber ich kann zumindest die Karte erkunden. Das ist schon mal gut. Okay, Leute. Dann speichern. Dass ich endlich einen Notmod habe, mit dem ich erkunden kann. Oh. Wartet mal. Mir fällt was auf. Ich brauche ein Radar. Ich brauche einen Radar, Leute. Oh mein Gott. Ich brauche einen Radar. Ich habe schon gewundert. Wieso sieht das hier oben so leer aus? Ja, ich brauche einen Radar. Ah, und der sammelt jetzt natürlich hier unten mit. Ne? Ist klar. Oh. Okay. Radar brauche ich noch. Ja, Leute. Ey. So. Dann jetzt aber einen dritten Sammler. Ach Maus, ach Maus. Ja. Ich glaube, das ist echt dieses Mauspad. Wartet mal, ich drehe das mal um. Es fühlt sich zwar jetzt... Ja, das ist das Mauspad, wartet mal. Ah, so schon besser. So ist schon besser, Leute. Jetzt hab ich die Maus halt auf dem Tisch liegen. Ach du Scheiße. Ist ja direkt eine Basis hier, ey. Was ist denn hier los? Da ist ja direkt die Basis. Oh Mann. Ja, danke für deine Dienste, Notmod, auf jeden Fall. Und... Ja. Dann ist das jetzt hier quasi ein Wettstreit für die Kohle hier. Diesen Sammler würde ich ihm so gerne wegnehmen. Ich mach das Mausbett mal wieder. So. Was zur... Hör doch auf, ey. Hör doch auf. So. Und bam, bam. Und den Panzer direkt wegmachen. Kein Schaden, ey. Sehr gut. Was zur...
Was soll das denn jetzt, hä? Was soll das denn jetzt? Hat er einfach dem anderen Sammler die Kohle geklaut, ey. Und bam bam. Sehr schön. Ich baue mir jetzt einfach eine Gummipanzerarmee auf. Oh, Fackel der Erleuchtung, Alter. Fackel der Erleuchtung. Flammenpanzer. Ah, die nutze ich eigentlich ziemlich gerne, muss ich sagen. Aber die sind halt teuer. 800 kosten die. Die kosten nur 600. Wisst ihr was, Leute? Ich probiere mal was aus hier. Was passiert, wenn ich ihm das jetzt hier wegnehme? Dann kommt er ja mit allem an, was er hat hier, oder? Ja, genau. Dann kommt er angeschissen. Schaut euch das an hier. Kommt er wieder mit seinem Jeep an. Wehe, du schießt auf meinen Sammler. Sehr gut. Och, nö. Nein, 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 nein. Okay, sehr gut. So, liebe Leute. Dann können wir weiterbauen. Sehr gut. Alter, nein! Shit. Okay, muss ich reparieren. Jo, geil. Ich muss ihm unbedingt seinen Sammler hier wegnehmen. Der sammelt mir hier alles weg, der Sack. Was zur... Du Penner! Ernsthaft jetzt? Kommt da doch ein so scheiß Mannequin raus. Oh, jetzt kommt er aber. Jetzt kommt er aber angekackt hier. So. Ja, der wird sauer. Der ist sauer. Okay. Ja, gut. Sehr gut. Aber er hat keine Chance. Sehr gut. Ah, Batz hier. So, wunderbar. So, dann habe ich ihm zumindest ein paar Einheiten weggenommen. Das ist schon mal gut. Was machst du denn? Genau, fahr doch da rein. So, weitere Gummipanzer. So. Wenn ich 5 Gummipanzer habe, dann werde ich die hier hinten abstellen. Und ihm noch seinen Sammler wegnehmen. Oh, bababam. Genau, jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht es los. Wunderbar. 300 habe ich sogar noch. Für einen Kampfbuggy. Sehr schön. Dann baue ich noch einen Buggy dazu. Wunderbar. Speichern. Und dann wird das die letzte Aktion hier sein, dem seinen Sammler da wegzunehmen. Nimm die Mannequin noch mit. So. Weil das will ich mir nicht bieten lassen, dass der mir hier die ganze Kacke wegklaut. Die Kohle, die brauche ich nämlich. Und fahrt doch direkt hier hin. Was macht ihr denn da? Diese Wegfindung, ey. Leute, Leute. Ihr macht mich echt verrückt hier. So. Ich hab ein bisschen Zeit, hab ich noch. So. Dann los hier. Oh, Tor. Ein Raketenwerfer. Was zur... So. Was wollte denn jetzt mit dem Raketenwerfer, ey? So. Gut, dann. Fahrt bitte da hinten hin. Schön drüber gerollt, Sammler. Sehr schön. Gut. Dann weitere Gummipanzer, bitte. So, und... Auf den Sammler los, so. Okay. Sehr gut. Auf den Sammler. Auf den Sammler. So, dann lass die Mannequin mal hier durchs Tiberium rennen. So, und überfahren. Und nicht auf dem Tiberium kämpfen, weil das Tiberium, das geht weg. Genau, das geht dann nämlich weg, seht ihr das? Ich muss einfach nur überfahren hier, los. Einfach überfahren. Einfach überfahren. Was ist denn daran so schwer, hä? Auch dieses Raketenmännchen, bitte. So, wunderbar. Dann sind 4 übrig. Sehr gut. Oh, Act of Instinct. Geil. So, ich habe ihm seinen Sammler hier weggenommen. Sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Und ja, dann haben wir ja Fortschritt. Tatsächlich. Finde ich gut. Und ihr seht, hier unten haben wir auch alles erledigt. Dann ist auch die Folge schon voll, Leute. Tatsächlich. Was zur... Ja, Mammut. Den mache ich noch eben kaputt. Das kriegen wir noch hin.
würde ich ihm nur zu gerne noch den anderen Sammler wegnehmen, aber... Das kriegen wir nicht hin. So. So, sehr schön. Alles klar, dein Mammut ist Geschichte. Und damit leider auch diese Folge. Alles klar, liebe Leute, dann würde ich mal sagen... Jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde ich mich sehr freuen. Aktiviert gerne die Glocke, erzählt es gerne weiter. Und ja, wie es hier beim nächsten Mal weitergeht, wie wir hier oben die Eisplatte machen, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.